bisher. Dann ging es zur Aufzeichnung für den Talk mit Lori, den ihr letzte Woche bei Bravo TV gesehen habt. Tabea und Markus durften natürlich auch im Studio dabei sein und fanden es super interessant, einmal hinter die Kulissen sehen zu dürfen. Ja, es ist soweit. Anschneiden. Alright! Und da sind sie! Hi, guys! Hello! Hello! Sing! I don't care who you are, where you're from, what you did, as long as you love me. Who you are, where you're from, don't care what you did, as long as you love me. Dann war es endlich soweit. Der Talk war im Kasten und die Backstreet Boys hatten endlich Zeit für die Megapreisgewinner. Tabea hatte für die Jungs einen Basketball bemalt und für Nick hatte sie noch ein selbstgemachtes Armband mitgebracht. Viele Fragen brannten ihr auf den Lippen, doch vor Aufregung brachte sie kein Wort heraus. So musste ihr Bruder Markus den Part des Interviewers übernehmen. Wenn ihr unterwegs seid und ständig irgendjemand etwas von euch will und ihr nie Zeit für euch habt, wünscht ihr euch doch manchmal jemand anderer zu sein? Manchmal wird man schon etwas müde und wünscht sich einen langen Urlaub oder vielleicht tatsächlich jemand anderer zu sein. Aber im Grunde würde keiner von uns das alles hier aufgeben. Wir geben heute das zweite Konzert dieser Tour und dafür müssen wir noch ein paar technische Dinge proben, bevor die Fans reingelassen werden. Deshalb müssen wir so früh da sein. Tada, da sind wir wieder. Um 20 Minuten nach 8 standen die Backstreet Boys vor 35.000 Fans auf der Bühne und eröffneten die Show mit rasanten pyrotechnischen Überraschungen und einem Song vom neuen Album. That's the way I like it. Unsere Megapreisfragen die Bühne überblicken und die Show, die erst nach 2 Stunden beendet war, genießen. Ein aufregender Tag für die beiden.